Diese Typen sind das Allergrößte. Tanzt den Adolf Hitler und tanzt die Mutti. Diese Typen haben auf Politik geschissen. Geil. Fantastisch. Fantastisch. Ich mache jetzt die Box auf. Living in a Box. Und mal schauen, was da für Platten drin sind. Ich liebe Platten. Greif erstmal so mal rein. Oh, wunderbar. Beatles, der Hammer. Ich liebe die Beatles. Leider ist die blaue nicht dabei. Girl würde ich auflegen. Oh. Oh. Ist egal, wenn es Girl ist, ist es Girl. Wenn es nicht Girl ist, ist es auch gut. Ja, ich habe nicht geguckt, weil es kommt immer so, wenn man Kunst macht. Das regt mich halt so auf. Es ist der Instinkt. Ne? Ich liebe Instinkt. She acts as if she's understood, she's cool, cool, cool. Und ich habe das natürlich alles im Kopf, aber es hat Daniel Richter auch, der hat noch viel mehr im Kopf, diese Leute. Ich lebe nach diesen, Devisen. Das ist für mich ein Girl. Well, when she was young, that pain would lead to pleasure. Did she understand it when she's left? Break his back to earn his day of leisure. Will she still believe it when it's dead? Oder he is dead. Oh, oh, girl. Das ist halt Musik, die bleibt ewig. Die wird's noch in 20.000 Jahren geben. David Bowie auch super, spitzenmäßig. Verkleidungskünstler par excellence. Großartig. Hat sich alles erlaubt, hat alles gegeben. Genial. Ich will das gar nicht hören. Ich kenne das alles. Ist super. Auch eine tolle Platte. Keine Macht für niemand. Die politischen Ansichten dieser Gruppe haben eh nicht überlebt, aber die Musik. Und das ist entscheidend. Ja, Politik überlebt nie. Also Politik hat gar keine Chance zu überleben. Weder Linkspolitik noch Rechtspolitik. Aber das ist egal bei dieser Gruppe, weil die Musik überlebt hat. Ihre politischen Ansichten sind für die Katz und völlig unbedeutend. Wie überhaupt politische Ansichten von Menschen vollkommen egal sind, weil sie nur zeitgebunden sind, ein Zeitfenster haben von mehreren Sekunden. Und politisch zu sein bringt gar nichts, hat nie überlebt und spaltet immer, macht Menschen unglücklich. Die Musik dieser Figuren hat überlebt und das ist entscheidend. Das ist wie bei Richard Wagner, wie bei David Bowie. Da hat nicht die politische Ansicht überlebt, da gab es auch gar keine. Die Beatles hatten zum Glück gar keine politische Ansicht. Ja, Menschen gehen halt verirrte Wege, aber am Ende, wenn sie Kunst machen wollen und Kunst lieben und Musik machen, dann überlebt das ja und nicht die Politik. Hier auch Andy Warhol, einer der größten Künstler aller Zeiten, hatte mit Politik nichts am Hut, stand über den Dingen. Ja, Andy Warhol war kein Politiker und wollte auch politisch überhaupt nichts irgendwie beitragen. Ja, dieser Typ wollte doch politisch irgendwas beitragen. Aber es gibt in der Politik nichts beizutragen. Es geht nur, die Politik abzuschaffen. Das ist das Einzige, was die Forderung sein kann von einem Künstler. Keine Politik. Nicht eine andere, nicht eine bessere. Das gibt es ja gar nicht. Linkspolitik ist nicht besser als Rechtspolitik. Es ist alles die gleiche Scheiße. Ja? Hat er leider nicht mehr mitbekommen, der Chef. Macht aber nichts. Aber die Kinder werden es mitkriegen. Ne? Hildegard Knef, auch eine große Künstlerin. Es ist der Hammer. Ich liebe es. Ich liebe es. Auch toll. Wunderbar. Ich finde eh alles gut hier, was hier drin ist. Ich werde zu nichts was Negatives sagen können, weil die haben ja alle was gegeben, nämlich diese Platten. Also das ist ja das, was übrig bleibt. Dann hier Raymond Pettibone natürlich, also großartig. Alles wunderbar. Ultravox habe ich gehört bis zum geht nicht mehr. Immer noch Hymnen und Serenade, feel of the Serenade. Ja, Sex Pistols, großartig, vom Feinsten aller,
allerbester Stoff, ja, wollten Politik abschaffen, hatten überhaupt kein Interesse an Politik, nicht? Da sind sie natürlich diesen Typen hier, diesen Typen um Milliarden Lichtjahre voraus, ja. Diese Typen haben auf Politik geschissen, ja. Und das ist das, was man als Künstler machen muss. Scheiß drauf. Nicht verändern. In der Politik kannst du nichts verändern. Auch ein Urgestein, ein großer, großer, geil aussehender, wahnsinniger Typ. Unfassbar genial. Iggy Pop. Auch super, aber wurde dann auch zu politisch. Auch super, ja. Super, aber in dem Moment, wo die Politik ins Spiel kommt, werden die Leute schwach. Aber nicht in der Kunst, sondern in ihrem Leben, nicht? Wahnsinn. Auch super. Toll. Auch super. Toll. Auch super. Nina Hagen, habe ich gehört, bis zum geht nicht mehr. Liebe ich über alle Maßen. Großartig. Fantastisch. Fantastisch. Über alle Maßen, ja. Kann ich auch alles auswendig. Singe ich die ganze Zeit Karaoke zu Hause. Ja. Oh, dann machen wir einfach mal den ersten Song. Kleiner Wampi. Jesus, hier ist Nina. Damit ist doch alles gesagt. Jesus, hier ist Nina. Künstler für den Frieden, finde ich super. Aber muss Frieden politisch definiert werden? Nein. Ich definiere es doch mal durchs Herz. Unser Herz schlägt nicht links oder rechts politisch. Es schlägt einfach. Ja? Und wir dürfen uns nicht missbrauchen lassen von Politik. Und zwar in keiner Hinsicht. Nicht? Künstler sind automatisch für den Frieden. Das ist automatisch so. Und für den Krieg gegen Realität natürlich. Ich bin ein Krieger. Ich bin gegen Politik. Ich ziehe gegen Politik ins Feld. Ich bin ein Krieger gegen Politik. Das große Hafenkonzert, toll, Hamburg, Hafen, Hafenklang, mein erstes Atelier, ja, Reisen, ist doch alles super, ja, aber die geilste Reise ist die Reise zum Mittelpunkt der Kunst, ja, und die kann im Kopf stattfinden. Ich muss nicht nach Amerika reisen, um Amerika kennenzulernen, ich muss es überhaupt nicht kennenlernen, ich kann wie Karl May einfach darüber schreiben, über meine Träume und Gedanken und Vorstellungen und Wünsche und Liebe. Aha, ja, auch super, aber natürlich wieder zu politisch, aber das ist wahrscheinlich in der Musik gar nicht vorhanden, ja, die hier, die größten überhaupt, für mich, ja, Gabi Delgado, Robert Görl und die anderen, die da involviert waren, für mich die absolut Nummer eins, ja, also das Beste, was in Deutschland je an Musik außer Richard Wagner gekommen ist. Die haben Deutschland benutzt, die Sprache, die deutsche Sprache, ad absurdum geführt, indem sie sie wieder benutzt haben ohne Angst. Ja? Die hatten keine Angst, wie die mit dem Körper umgehen, wie Gabi Delgado getanzt hat. Und er hier, so hat er getanzt. Und Gabi Delgado, so. Ja, ich kann mir das ohne die Musik angucken. Die Musik ist so geil. Es ist so auf den Punkt gebracht. Es ist das Größte. Ja, Tanz de Mussolini, es ist das Größte. Verschwende deine Jugend. Was ziehst du an heute Nacht? Goldenes Spielzeug. Ja, auch die Videos, das ist das Größte. Das ist das Allergrößte. Das totale Oper, das totale Gesamtkunstwerk Deutschland. Das ist das Allergrößte. Diese Typen sind das Allergrößte. Ich wollte damals schon mit denen arbeiten. Ich würde so gern mit denen mal was machen. Ich finde die großartig. Ich meine, er ist leider gestorben, aber es ist so fantastisch, ja. Wie die getanzt haben, geschwitzt haben, wie die sich gestylt haben, wie die sich angezogen haben. Die haben es echt gebracht. Also, das ist schon absolut, also das ist 1A, ne? Es ist alles hier 1A. Wow, das ist auch 1A. Wirkt wie 1A. Ich kann jetzt nicht zu allem was sagen. Aha. Auch geil. Aha, auch geil. Ja, ich bin natürlich irgendwie hängen geblieben. Ich kenne das auch irgendwie alles irgendwie. Aber auch geil natürlich, aber auch geil, ja. Boah, auch geil. Ja, auch geil. Falco, auch einer der ganz Großen für mich. Oh, ich liebe den Typen. Über alles, finde ihn so geil. Hab's auch
alles gehört bis zum geht nicht mehr. Es ist, für mich ist das Egon Schiele. Also der Typ, also das ist, der hat alles gegeben, alles gebracht. Die Songs sind auch so geil. Ich kann die natürlich auch alle auswendig. Ja, so muss man eben mit Kunst umgehen. Ja, Pisse ist alles super, ne? Politik, verpiss dich! Politik, verpiss dich endlich! Wir brauchen dich nicht mehr. Kraftwerk, auch spitzenmäßig, natürlich, super, weiß ja jeder. Ja, also. Ja, und hier ist die Platte mit DJ Hell und mir und meiner Mutter. Absoluter Hammer. Ja, auch ein Spiel, aus dem Spiel entstanden, ohne Strategie. Hier, Daniel Richter. Hier habe ich schon mit den Plattencovern, mit den von DAF gespielt. Da war ich Kunststudent. Ja, das war im Garten von Rolf Zander, einem Professor von mir. Da habe ich einfach die Platten in die Natur geschmissen und das war schon Kunst für mich. Das war damals schon sozusagen eine Ehrerbietung und Liebeserklärung an DAF. Das ist immerhin jetzt auch schon 25 Jahre her. Ja, und hier, Mami mit der Andy Warhol-Puppe. Ne, da hat sie ein blaues Auge. Ne, die habe ich dann verschenkt, die Andy Warhol-Puppe. Ne, meine Mutter ist die Mutter von Andy Warhol. In irgendeiner Hinsicht, weil meine Mutter ist ja ein Prototyp geworden. Ist ein Prototyp von allen Müttern. Ja, ist ja nicht mehr nur meine Mutter. Das ist die Mutter der Nation. Das ist die Mutter von Deutschland. Das ist die Führerin von Deutschland, meine Mutter. Fertig. Hier ist DJ Hell, hier in der Tropfsteinhöhle. Ja, hier wieder Duff. Einfach eine Liebeserklärung mit Daniel. Wir lieben die. Ja, und Nietzsche ist genauso wichtig wie Duff. Ja, hier auch wieder eine Installation in meiner Wohnung. In Hamburg, auch zur Kunststudentenzeit. Da habe ich einfach meine Wände dekoriert mit DAF-Collagen. Ja, ich liebe die. Da kann man sich nur verneigen. Aber nicht blöd, sondern liebevoll. Einfach sagen, ja, danke. Danke, dass ihr so viel gegeben habt, dass ihr es so gebracht habt. Da meine Mutter in den Bergen. Das ist einfach genial, das Album. So, und das ist jetzt das Letzte. Das ist das Beste des Besten. Hat man auch wieder ein gutes Händchen gehabt. Adolf Hitler und tanzt die Mutti und tanzt die Mutter und tanzt doch einfach die Kunst, tanzt die Kunst, tanzt die K-U-N-S-T, tanzt, tanzt die Zukunft, tanzt doch mal die Zukunft, tanzt doch mal die Mutter, dim, 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 dim. Und tanzt doch mal die Mutter, dum, 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 dum. Tanzt doch mal die Kunst, dum, 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 dum. Tanzt doch mal die Kunst, 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 tanzt doch mal die Kunst, 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 tanzt doch mal die Kunst, tanzt doch mal die Kunst, tanzt doch mal die Kunst. Tanz doch mal die Kunst, tanz doch mal die Kunst. Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland. Tanz doch mal die Kunst, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Deutschland. KUNST, KUNST, KUNST. Sehr gut. Bitteschön.